Tja, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und heute stelle ich euch meine spezielle Ausrüstung vor. Ja, willkommen wieder zu einem neuen Video und dieses Mal, wie schon gesagt, stelle ich euch meine Spezialausrüstung vor. Ja, zuallererst mal hier, ich sitze auf eine Isomatte. Die ist jetzt ganz neu, die ist von Highlander. Ich verlinke euch die auch nochmal unter das Video, mit der kann ich auch hier draußen im Schnee wunderbar schlafen. Als allererstes hier draußen an meinem Rucksack habe ich ein Solarpanel. Das heißt, wenn ich dann halt kleine Touren mache, dann habe ich den dabei. Und mit dieser kann ich dann halt ja, meine Akkus wieder aufladen von der Kamera. Gut. Normalerweise habe ich eine größere dabei, die ich dann halt einfach auch aufklappe und dann halt zur Sonne hinstelle. Also, mit Solarenergie kann ich mehrere Tage unterwegs sein und halt immer wieder meine Akkus aufladen. Jetzt kommen wir mal zu einem Ausrüstungsgegenstand, den ich nicht dabei habe, aber den ich zu Hause besitze. Ein Funkgerät. Das hier ist das Biofeng. Und hier habe ich einen zusätzlichen großen langen Akku rangehängt und eine viel längere Antenne. Frequency Mode. Also hier ein Nachteil von dem Funkgerät, es ist verboten zu funken. Dafür braucht ihr eine Funklizenz. Die wollte ich aber auch noch nach meiner Ausbildung machen. Ihr könnt aber damit abhören. Was auch immer ihr abhören wollt, auf jeden Fall kann es immer sein, dass nach einem Stromausfall einige Leute hier über dieses Gerät funken und Informationen weitergeben. Von daher habe ich das zu Hause, um an Informationen ranzukommen. Ja, es wird ja langsam dunkel und für Nachtaufnahmen benutze ich dann entweder die kleine taktische OLED-Lampe. Das ist mein Liebling geworden, die habe ich immer dabei. Das ist ja die Mini und die hat ja hier hinten diesen Power-Schalter. Wenn man darauf drückt, dann hat man sofort Powerlicht. Für die Nachtaufnahmen, also für die etwas größeren Aufnahmen, wo ich mich halt in der Hängematte lege oder auf dem Fußboden oder so, dann ist das hier ein kleiner Scheinwerfer, der auch wunderbar für Aufnahmen geeignet ist. Das heißt, auch hier kann man unterschiedliche Helligkeiten einstellen und den dann verwenden für Videoaufnahmen. Dafür braucht ihr nicht extra diese großen Scheinwerfer, die ich hier immer benutze im Lager. Nein! Nicer Dicer. Also ich darf da nicht so machen oder so, ja, genau. Sondern ich muss so stehen bleiben. Ja. So eine OLED-Lampe reicht vollkommen für solche normalen Outdoor-Aktivitäten aus. Ja, wenn wir schon zu den Lampen kommen, dann kommen wir auch mal ein bisschen zur Technik. Hier ist diese Powerbank, die ist von Intenso. Die hat 20.000 Megaampere. Mit dem großen Solarpanel ist die innerhalb von 2 Tagen aufgeladen, wenn die Sonne 2 Tage scheint. Die ist dabei, damit ich halt mein Handy oder halt meine Akkus wieder aufladen kann. Aber ich kann auch hiermit die OLED-Lampen aufladen. Also eigentlich alles, was hier an Technik ist, kann ich damit aufladen. Und auch das Funkgerät. Ja, für den Abendbereich habe ich auch ab und zu mal Knicklichter dabei. Es kann immer sein, dass die Batterie der Taschenlampe durch diese Kälte so schnell alle geht. Und wenn sie alle geht, habt ihr in der Nacht ein Problem. Und von daher auch Knicklicht. Funktioniert die Nacht über ganz gut. Ja, man sieht damit das Nötigste. Ist natürlich auch auffällig, wenn man jetzt heimlich in den Wald abends geht, dann ist Knicklicht nicht so empfehlenswert. Es sei denn, ihr seid auf einer Tour in den Bergen oder so unterwegs, da wo es halt niemanden stört. Ja, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann habe ich meistens diesen Gürtel hier um. Einmal, weil ich mich damit im Notfall halt abseilen kann. Hier habe ich so eine stabile Öse, womit ich dann halt ja, meinen Karabiner reinhaken kann. Und auch die Schnalle ist sehr stabil, also dort muss schon extrem Zuglast drauf kommen, damit die auseinanderbricht. Also ist nicht registriert als normaler Klettergurt, aber wie schon gesagt, im taktischen Bereich für den Notfall kann man sich damit abseilen. Und das habe ich schon gemacht. Aber darf ich euch nicht zeigen. So, zu dem Gürtel habe ich ja noch Karabinerhaken mit Schraubverschluss zur Sicherung und ein Achterring. Handschuhe solltet ihr natürlich immer dabei haben, falls ihr euch natürlich im Notfall abseilen müsst. Dann sind wir auch schon bei der Schnur. Ich habe hier diesmal Paracord, das ist 9-fach mit 9-fachen Schnüren drin.
die halten ein bisschen mehr Kilos aus. Ich glaube, irgendwas mit 300 noch was. Die mit 7-mal, also mit den 7 Fasern da drinne, die halten nur 250 Kilo oder so aus. Deswegen, also wenn ihr schon im Notfall sowas machen müsst, dann holt euch lieber die etwas stabilere Schnur. Ja, in meinem Rucksack befindet sich auch ein Fernglas. Das ist so ein kleines. Ja, das ist so ein Jagdfernglas. Wenn ich hier durchgucke, dann hat das so eine Art HD-Auflösung. Der Hintergrund ist dann verschwommen. Das ist so wie bei der Kamera. Richtig geniales Fernglas. Ab da, wo das Objekt scharf gestellt ist, zeigt er dann auch hier an, es befindet sich 15 Meter entfernt. Ja, das ist von Minox. Wer sich dafür interessiert, kann ich nur jedem empfehlen. Einziger Nachteil von diesem Fernglas, es wiegt ungefähr 1,5 Kilo, wenn nicht sogar fast 2 Kilo. Aber dafür ganz großes Vorteil, es ist wasserdicht. Bis 5 Meter. Ja, jetzt gerade nicht angebracht, weil wir ja gerade Winter haben und es schneit und die Seen sind wahrscheinlich zugefroren. Aber im Sommer habe ich meistens immer hier so ein, ich sag immer, Baywatch-Gürtel dabei. Wenn ich halt am Strand bin oder halt am Meer, dann habe ich meistens ja nicht meinen Überlebensrucksack dabei, aber ich habe meistens den hier dabei, falls halt an der Nordsee zum Beispiel, da gibt es Ebbe und Flut und wenn da dann die Flut kommt und man eingekreist wird, dann muss man ja meistens über diese Tide noch schwimmen und das kann ganz schön weit sein und bevor man da Panik bekommt oder rausgespült wird, kann man halt mit Resttube dann das benutzen, indem man sich dann halt darauf abstützt und dann halt nur mit den Beinen ganz schnell rüber schwimmt. Also lebensnotwendig dann halt für den Sommerbereich. Habe ich auch mal in so einem Video vorgestellt, ist schon etwas älter, aber es ist wunderbar. Das ist einer meiner Lieblingsstücke im Sommer. Der eine oder andere kennt es, das hier ist eine Hängematte. Sie ist sehr klein und leicht. Habe ich jetzt dabei, weil ich euch empfehlen wollte, die nicht zu kaufen. Weil so eine kleinen, leichten Hängematten sind zwar gut, was das Gewicht angeht, aber der einzige Nachteil, wenn ihr damit draußen die Nacht verbringt, dann gibt es extrem üble Krämpfe. Also, ich hatte die auch in Bayern mit. Ich fand die echt schlecht. Ich bin abends echt immer wach geworden, weil man rutscht damit immer so ein bisschen in die Mitte, in die Kuhle rein und die Beine hängen oben und kriegen kein Blut mehr und dann kriegt ihr echt Krämpfe. Ein Ausrüstungsgegenstand, von dem ich euch abraten wollte, deswegen habe ich den dabei. Dafür kann ich euch eine andere Hängematte empfehlen. Ich habe noch eine aus Baumwolle und die ist schwerer, aber dementsprechend auch viel gemütlicher. Da drin könnt ihr auch schlafen. Was ich immer dabei habe auf jeder Tour, ist mein Besteck. Ich habe hier von Light My Fire so eine Schutzhülle und dort habe ich 2 Löffel drin. Warum 2? Nun ja, der eine ist für Kaffee, also zum Umrühren von Kaffee immer und der andere ist zum Essen. Ich könnte zwar natürlich auch mit einem rumlaufen, aber ich habe gerne 2 dabei. Wer weiß, vielleicht hat mein Partner keinen Löffel dabei und dann kann ich halt einen Löffel abgeben. Ein Löffel, Gabel, achso, und Messersystem. Was jeder dabei haben sollte, ist immer ein Ersatzpulli oder halt so ein kleines Multifunktions-Shirt. Man sollte natürlich nicht kalt in die Nacht gehen und nicht verschwitzt. Und von daher habe ich zusätzlich immer so einen kleinen, leichten Pullover dabei. Kälte und Nässe ist natürlich immer ein Problem und von daher habe ich auch immer Ersatzsocken dabei. Diese BW-Socken nehmen auch kein Gewicht weg. Im Winter, im Sommer, man kann sie immer tragen. Ich habe sie ja schon mal vorgestellt, man kann sie auch übereinander stülpen und dann hat man ja eine Doppelsocke. Wir kommen mal zum Messer. Hier habe ich mein altes Jagdmesser. Ich habe damals darauf geachtet, dass das halt eine sehr dicke Klinge hat, damit ich halt damit auch draußen wunderbar arbeiten kann, also 5 mm Stärke. Nicht jeder sollte nur ein einziges Messer dabei haben, man braucht eigentlich immer 2. Eins für grobe Arbeiten, deswegen auch 5 mm Stärke und eins für feinere Arbeiten. Das heißt, wenn ihr abends zum Beispiel Fleisch oder so schneiden wollt oder Fisch ausnehmen, dann lohnt es sich ein ganz kleines, leichtes, feines, scharfes Messer dabei zu haben. Es ist echt federleicht. Fällt auch gar nicht ins Gewicht, wenn man das dabei hat. Also ein kleines, schönes Messer, immer für Fleisch- und Kocharbeiten. Und wir kommen zum letzten Artikel. Sollte man immer dabei haben. Das
Braucht nicht unbedingt, aber ihr solltet das hier immer dabei haben. Erste-Hilfe-Set solltet ihr immer dabei haben. Ja, das hier ist ein wasserdichter Beutel. Das ist natürlich auch sehr wichtig, wie schon gesagt. Es kann immer stark regnen. Ihr könnt immer irgendwo in einen See fallen und dann sind die ganzen Sachen hin oder nass. Jeder kann sich natürlich seine eigenen Sachen da drinnen zusammenstellen, wie es gerade benötigt, was Schmerzmittel angeht oder so weiter. Ja, oder Durchfalltabletten. Das könnt ihr alles dann hier drinnen auch lagern, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass es nass wird. Genau. So, das waren meine kleinen speziellen Ausrüstungsgegenstände. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick verschaffen, was ihr so brauchen könnt oder wofür. Und ja, schaut am besten im nächsten Video rein. Und ich würde sagen, lasst bitte ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.